Thema Osmose. Habe ich euch ja gesagt, ich habe da hinten ein 80-Liter-Becken stehen, wo, was keiner sieht, wo keiner drankommt, was aber direkt mit meiner Osmoseanlage verbunden ist. So, und ich habe in diesem System, habe ich jetzt endlich, ja, endlich sage ich jetzt mal, das, was ich auch tatsächlich immer haben wollte. Ich habe eine Anlage, die sich selbstständig vollständig abschaltet. Ich habe eine Anlage, mit der ich schnell 1:1 Wasser produzieren kann oder fast 1:1 in einem vernünftigen Mengenverhältnis. Das ist die AK, My AK 1900. Da habe ich euch auch schon mal eine Kleinigkeit zu erzählt in der Infothek. Blende ich euch auch kurz ein. Die Anlage tut tatsächlich, was sie soll. Ich habe sie jetzt im Nachhinein nicht nochmal überprüft, werde ich aber demnächst mal machen. Jetzt nicht im Rahmen dieser Technikerklärung hier. Sie ist unten installiert. Blende ich euch auch mal kurz mit ein, die Installation. Ich habe das Ganze jetzt mittlerweile ein klein wenig erweitert. Ich habe zwei Magnetventile eingesetzt, eine im Druckbereich und eine vor dem Druckbereich, so dass wenn ich über einen Power Switch von Refactory über meine App oder über die Web-Oberfläche sage, jetzt füll mir mein Becken auf, gehe ich auf diesen Power-Switch, sage einschalten für eine Stunde oder für immer, dann geht die Anlage an und fängt an zu fördern. So, ich schaffe dann innerhalb von einer Stunde mir das Becken da unten wieder voll zu machen, locker. Also jetzt nicht die vollständigen 80 Liter, aber ist ja immer noch eine Kleinigkeit drin und ich habe oben auch noch einen Sicherheitsbereich eingebaut. Also es sind roundabout, denke ich mal, so um die 70 Liter, die wahrscheinlich in dem Becken drin sein werden. Die erste Sicherheitsfunktion ist natürlich die Abschaltung via Druck. Das heißt, wenn die Anlage da unten merkt, es baut sich ein Druck auf, durch einen Schwimmerschalter oder durch eine Absperrung oder was auch immer, dann schaltet sie automatisch ab. Das ist Punkt Nummer 1. Dieser Schwimmerschalter befindet, nicht Schwimmerschalter, sondern Schwimmer, befindet sich in meinem Osmosebecken. Blende ich euch mit ein. Der geht direkt runter und das habe ich jetzt extra so gemacht, aus dem ganz einfachen Grund. Ich wollte es ja damals nicht wahrhaben. Habe gesagt, ich probiere es trotzdem und bin dann dementsprechend auf die Nase gefallen. Dieses ständige Einschalten jede Stunde der Osmoseanlage hat einmal ein Problem verursacht mit den entsprechenden Magnetventilen. Zum Zweiten ist relativ viel Dreck durchgekommen. Also Dreck in Form vom Silikat, was dann durch die Anlage nicht aufgenommen werden konnte, trotz 5 Liter Harz dahinter. Und von daher habe ich gesagt, wir machen das jetzt anders. Ich muss es dann halt leider so machen, mir den Platz da oben wegnehmen und das Osmosebecken da hinstellen. Sieht ja im Endeffekt auch nicht wirklich jemand und es ist sauber verbaut. Da hinten sind 80 Liter drin, oder 70, die ich mit einem Schlag auffülle. Also sprich, ich schalte die Anlage an, die schmeißt einmal ein bisschen Dreck mit hoch und produziert dann durch. Bessere Variante, definitiv bessere Variante, kann ich euch also nur wärmstens ans Herz legen. So, die füllt dann dementsprechend direkt von unten nach oben in das entsprechende Becken auf. Und wenn der Schwimmerschalter dicht macht, Entschuldigung, dicht macht, baut sich ein Druck auf und die Anlage schaltet sich ab. Und spätestens dann nach der eingestellten Zeit geht dann unten auch das Magnetventil zu, oder die Magnetventile, sind ja zwei Stück, weil sie vom Strom genommen werden und dann ist dann dementsprechend da unten Ruhe. Das heißt, das Wasser wurde in einem Rutsch produziert und ist dementsprechend auch gut. Letzte Analyse war soweit okay. So, dann muss ich aber natürlich hingehen und das Wasser von diesem Osmosebecken in mein Technikbecken bekommen. Im Technikbecken von der Firma Aquabi Kove, beziehungsweise von der Firma Kove, vertrieben hier in Deutschland durch Aquabi, haben wir auch wieder so einen Schwimmer. Und ich habe mir eine handelsübliche Wasserpumpe organisiert, hier aus dem Lebensmittel-Camping-Bereich. Das ist so ein kleines 12-Volt-Pümpchen. Guck mal, ob ich ein Bild mit einblenden kann. Da habe ich einen entsprechenden Aufsatz drauf gemacht und die normale Osmoseverschlauchung dran gemacht. Also nichts Größeres oder so, nur die normale Osmoseverschlauchung und die dann direkt hinten an meinen Schwimmer angeschlossen. Und dort, ja, sobald die Pumpe angeht, gesteuert durch meinen Level Keeper von Refactory, wird dann dementsprechend
Wasser rübergepumpt. Der Durchmesser des Schlauchs ist okay. Das kommt auch drüben satt und genug an. Und das einzige Problem, was ich hatte, ich musste für eine Entlüftung sorgen, weil teilweise der Wasserstand im Osmosebecken höher ist, als wie der Wasserstand im Technikbecken. Und wenn ich dann einmal dementsprechend anfange zu pumpen und diesen Schwimmer, diesen Sicherheitsschwimmer natürlich nutzen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass wenn die Anlage dann ausgeschaltet wird, da auch irgendwo Luft gezogen wird. Und das habe ich im Prinzip mit einer einfachen Abzweigung geschafft, die wieder zurück ins Osmosebecken läuft. Die Anbringung dieses Schlauches muss ich noch ein bisschen überarbeiten, weil der sollte direkt gegen die Beckenwand, gegen das Osmosebecken selber gegen spritzen, dann ist das von der Akustik her etwas leiser. So hört man im Moment, wenn die Osmoseanlage nachfüllt, dann strullert das nämlich pauschal gesagt im Osmosebecken. Aber sobald die Pumpe ausgeschaltet wird, zieht er darüber Luft, entlüftet den kompletten Schlauch und die Gefahr ist gebannt, dass nicht zu viel Wasser, zu viel Osmosewasser in das Technikbecken läuft. Ja, und da ist dann im Endeffekt auch meine nächste Sicherheitseinrichtung, der Schwimmer selber in der Rückförderkammer, wo das Osmosewasser dann eingesetzt wird, beziehungsweise eingefüllt wird. Der ist dafür da, dass wenn der Wasserstand zu hoch ist, einer meiner Sensoren vielleicht spinnt an der Anlage oder hängt oder nicht Alarm gibt oder wie auch immer, dass der dann dicht macht. Und das funktioniert auch, das habe ich probiert. So, kommen wir jetzt dazu, dass wir ein Technikbecken haben, was formschön ist, was sehr schön aufgebaut ist, wo ich aber keine Sensoren reinhängen kann, die so original von Refactory gebracht wurden. Und die Lösung, die ich da gemacht habe, die zeige ich euch jetzt. Ich bin im Prinzip hingegangen und habe diese Aufnahmen von den beiden Sensoren habe ich zerlegt, weil sie werden ja normalerweise oben einfach nur ins Technikbecken eingehangen, sind dafür da, dass es halt ein randloses Glasbecken ist, wo man das Ganze befestigen kann. Habe mir eine entsprechend einfache Plexiglasplatte genommen, habe entsprechende Bohrungen reingemacht, so wie die auch auf der Aufnahmeplatte von der Halterung ist und habe da die Schrauben drauf gemacht. So, jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass das Ganze positioniert werden muss. Lösung meinerseits war einerseits direkt links an die Wand das Ganze, damit das Ganze sich nicht verdrehen kann, damit auch die Schwimmer senkrecht stehen. Und die nächste Lösung, ich konnte ja wohl schlecht bohren in das Becken, ich habe es mit Magneten gemacht. Ich hatte noch Magnete der Firma Tunze über, relativ starke, und die habe ich im Prinzip oberhalb von den Schwimmern, von diesen Magnetschwimmern, haha, jetzt kommt nämlich das nächste, habe ich diese Magnete angebracht und die halten mir diese Platte auf Position. So, jetzt ist natürlich genau das, was ich gerade eben gesagt habe, wichtig. Ich habe da unten Magnetschwimmer, die im Prinzip einen Schalter betätigen auf Magnetbasis. Das heißt, wenn ich mit einer Magnetbefestigung arbeite, an Magnetschaltern, muss ich darauf achten, dass das Ganze weit genug weg ist. Das habe ich ausprobiert, habe ich getestet, mehrfach. Und ich sage es mal, so ein Abstand, was sind das? Blende ich gleich mal mit ein. So ein Abstand von den Schaltern muss sein, weil ansonsten werden die beeinflusst. Wenn die beeinflusst werden, können sie ihrer Arbeit nicht nachgehen. Wenn sie das machen, kommt es zur Überschwemmungskatastrophe. Also auch wieder ein Punkt, wo man drauf achten sollte. So, ja Leute, kommen wir als nächsten Punkt zum Thema Anordnung der Controller. Die gesamte Optik, die dort jetzt ist, ist natürlich einerseits schön angeordnet. Andererseits ist natürlich hier und da auch ein bisschen schwierig, wieder an die entsprechenden Geräte dran zu kommen. Ist zum Beispiel zu sehen, mir ist die eine Smart Rift kaputt gegangen. Ich habe unten noch die entsprechende Verkabelung drin liegen und der Controller ist auch noch unten dran. Und das alles wieder auseinander zu rupfen, wird es natürlich ein kleines bisschen schwieriger. Die Controller an sich sind natürlich soweit, ich glaube, bis oben auf die Anzeige vom Salinity Guardian, soweit alle fest angebracht. Und haben halt die Funktion, mir eine vernünftige, saubere Arbeitsfläche darzustellen,
um, ich sag jetzt mal, die rechte Seite aufzumachen. Zack, habe alles direkt im Blick und kann auch vernünftig dran arbeiten. Unter anderem auch an so Sachen wie dem KH-Keeper. Der muss ja regelmäßig gewartet werden. Und das ist dann halt auch unter anderem Sinn und Zweck dieser Anordnung. Natürlich soll es auch schön sein, soll Show sein. Klar, logisch. Aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, das so anzuordnen, warum nicht? Ja, gehen wir einfach mal auf die einzelnen Geräte so ein kleines bisschen ein. Und es gibt hier und da auch ein paar interessante, ich sag jetzt mal, nicht Neuerungen, sondern Alternativen, sage ich es mal. Fangen wir mal mit dem KH-Keeper an. Und zwar, was mich schon sehr, sehr lange gestört hat und was mich auch gewundert hat, war und ist oder ist die entsprechenden Kosten für den für die Reagenz, die dort benutzt wird. Es ist eine verdünnte Salzsäure. Und wenn man jetzt sich mal ein kleines bisschen damit beschäftigt, dann ist es sogar möglich, als Otto-Normal-Laie, sich diese verdünnte Salzsäure selbst herzustellen. Das habe ich momentan gemacht, beziehungsweise bin dabei im Moment. Und der Kevin Borg hat es schon gemacht. Sven Bruckschau hat es auch schon gemacht. Der hat keinen KH-Keeper, sondern den von GAL das Gerät. Hat sich aber auch seine entsprechende Reagenz selber angemischt. Wobei man dazu sagen muss, direkt schon Achtung, es handelt sich um Gefahrenstoffe. Es ist Salzsäure in einer Konzentration von 37% mit chemischer Reinheit, also E507. Diese Salzsäure wird nach einer gewissen Formel mehrfach verdünnt und im Endeffekt kommt dann die entsprechende Reagenz daraus. Ganz ehrlich, ich habe einen halben Liter gekauft und komme da wahrscheinlich 25 Jahre mit. Kein Scherz. Man kommt verdammt lange mit der entsprechenden Grundsalzsäure hin. Und wenn man sich da dran traut und das machen möchte und weiß, wie man mit diesen Stoffen umzugehen hat, ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Und ganz ehrlich, Refactory und alle anderen Hersteller nutzen nichts anderes. Aber okay, das mal so am Rande. Wer mehr dazu wissen möchte, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kann ihm das gerne erklären. Alles unter Vorbehalt natürlich. Ich selber habe es jetzt gerade noch nicht im Gebrauch, aber Entschuldigung, zwei weitere Leute haben es im Gebrauch, haben sich das Ganze selber angemischt. Und die Geräte funktionieren weiterhin einwandfrei. Der KH-Keeper selber macht sein Ding. Momentan, wie gesagt, noch mit der alten Reagenz. Ich werde mir jetzt in den nächsten ein oder zwei Tagen die Arbeit machen und das Ganze anmischen. Wie gesagt, es ist ein Gefahrstoff und von daher überlegt, was ihr wollt. Wenn ihr Geld sparen wollt und wisst, wie ihr mit Gefahren gut umzugehen habt, ist das okay. Aber es ist jetzt ich werde jetzt hier keine Anleitung geben, ihr müsst das so, so und so machen. Ich sage euch nur, dass es möglich ist. Und das zu einem relativ geringen Preis. Das kommt noch dazu. Ja, wie gesagt, der KH-Keeper an sich macht bei mir einen Bombenjob. Ich kann mich jetzt nach dem Update, was gelaufen ist, eigentlich nicht genug darüber beschweren, dass er eine vernünftige Messung macht. Das Einzige, wo ich momentan noch zu faul bin und wo ich ihn noch neu kalibrieren muss, ist tatsächlich mit der pH-Sonde, weil diese Sonde ist zeigt mir momentan einen falschen Wert an, aber trotz alledem den richtigen KH. Also sprich, die ist in einem richtigen Bereich kalibriert, aber zu wenig. Also der pH 7 und der pH 5 müssten wahrscheinlich nachgeregelt werden. Fakt ist, dieses Gerät hat mir bei der gesamten Einfahrphase hat mich gut unterstützt. Da konnte ich dran ablesen, läuft meine Versorgung der Tiere, wachsen die nicht, nehmen die was auf etc. Und von daher kann ich ein solches KH-Messgerät, egal von welcher Firma, definitiv empfehlen. Ob das jetzt von Refactory ist oder von GAL oder wie sie alle heißen, grundsätzlich diesen Wert zu überwachen, kann einem hier und da tatsächlich schon mal das Leben der Korallen und des gesamten Besatzes retten. Von daher bin ich mittlerweile auch wenn die Preise dieser Geräte recht
hoch sind davon überzeugt. Wir investieren so viel in unsere Korallen und in alles andere, aber in so ein Überwachungssystem, was essentiell im Endeffekt ist, uns tatsächlich vernünftig anzeigt, wie die Schwankungen über den Tag sind, wie generell Schwankungen sind, man kann relativ zügig darauf reagieren, finde ich so ein Gerät schon fast ein Must-Have. Meine persönliche Meinung dazu. In Kombination damit müssen wir natürlich, ich gucke gerade, ja genau, müssen wir natürlich auch von den Dosierpumpen sprechen. Ich habe die X3, die habe ich direkt damals gekriegt, als sie rausgekommen ist, und habe die mit dem Keeper gekoppelt. Der Keeper geht im Prinzip hin und hat seinen Arbeitsbereich von 7,3 bis 7,65. Das ist die Range, die ich ihm gegeben habe, wo er nichts machen soll, also sprich nicht eingreifen soll in die momentan laufende Dosierung. So, sollte er drunter sein, wird dementsprechend nachgesteuert. Sollte er drüber sein, wird dementsprechend was ausgelassen. Ich habe das eigentlich relativ grob in den Aktionen gemacht und habe trotz alledem, ich sage jetzt mal, momentan tatsächlich eine Linie, die blende ich euch mal kurz mit ein, eine KH-Linie, die plus minus 0,2 ist. Und das ist schon dafür, dass ich eigentlich nur zwei Aktionen im Keeper angegeben habe, ist das schon recht ordentlich. Das heißt, meine restliche Dosierung, die ich gemacht habe, die passt eigentlich ganz gut, die Linie. Ja, was dosiere ich noch? Natürlich einmal natürlich die KH-Flüssigkeit, Essentials 1. Dann zum Zweiten die Essentials 2. Also zweite Flüssigkeit, Calcium und den anderen Gelumpe, was da drin ist. Und natürlich das N und P. Das sind ja aber jetzt 4. Ich habe aber nur eine X3. Richtig. Wer aufgepasst hat eben bei den Bildern, hat gesehen, dass ich meine alte Evo 4 noch ausgepackt habe. Darüber dosiere ich tatsächlich den Stickstoff, also sprich das N. Das P lasse ich über die X3 laufen, aus dem einfachen Grund, da kann ich aus der Ferne zugreifen. Weil wenn ich sehe, dass mein KH wieder nach oben geht, also sprich kein Verbrauch da ist, über einen Zeitraum von 2 Tagen, dass es langsam aber sicher ansteigt und dass der KH-Keeper eingreift, Dosierung auslässt. Das ist für mich ein Zeichen, dass mein Phosphatwert zu hoch ist oder angestiegen ist und die Korallen sich in der Zeit erstmal anpassen. Das heißt, da könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich gehe hin und passe meine Dosierung von P an. Die Dosierung vom Stickstoff, die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Die ist gemäß Rechnung auf der ATI-Seite eingestellt und läuft soweit. Ich habe keine Erhöhung, ich habe keine Verringerung und das passt soweit. Von daher ist das P auf der X3 angesiedelt und der Stickstoff im Endeffekt auf der Evo 4. Weiterhin dosiere ich eigentlich nichts. Die anderen Behälter, die da unten noch stehen, das ist einmal die Reagenz. Dann habe ich die Kalibrierungsflüssigkeiten da unten noch stehen für die Sonde und das war es dann im Prinzip. Ja, das war es dann auch zum Thema Pumpen, also Dosierpumpen. Dann haben wir als nächstes in der Reihe den Salinity Guardian, den ich pauschal erstmal nur mitlaufen habe. Es wird mir angezeigt, dass da irgendwas ist. Ich habe ihn auch momentan noch an einer Stelle installiert, wo er eigentlich nicht hingehört, nämlich ins Rückförderbecken. Aus dem einfachen Grund, weil ich da in dieses Rückförderbecken ja hingehe und mein Osmosewasser nachfülle. Und jedes Mal, wenn ich Osmosewasser nachfülle, bekomme ich eine Meldung, hey, dein Salzgehalt ist abgesackt. Klar, logisch. Ich muss dann noch schauen, wo ich das Gerät dann tatsächlich installiere, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich, glaube ich, mit der Kabellänge nicht ganz hinkomme. Ich möchte gerne vorne in die erste Kammer, vorne rechts rein, da wo auch mein Wirbelbettfilter steht. Und da wäre die optimale Position. Da haben wir keine Mikroblasen mehr, weil hier und da hat der Abschäumer dann schon mal Mikroblasen. Also ist da, wo die Sondenhalterung ist, im Technikbecken, ist zwar schön, dass die da ist, aber ist dann ab und zu für dieses Gerät, also für diese Sonde, nicht förderlich. Er ist installiert, er läuft. Ich werde ihn ab und zu dann mal überprüfen, aber wirklich
ein Must-Have. Ja, wer möchte, ja, aber ansonsten würde ich sagen, nö, braucht man nicht unbedingt. Kann man auch mal eben im Refrak gegenmessen. Ist natürlich genauso wie mit dem TDS-Meter an der Osmoseanlage. Nice to know, kann man aber auch anders messen. Ich habe es halt damals gekriegt zum Ausprobieren und zum Vorstellen und habe ihn jetzt halt hier laufen und ja, schauen wir einfach mal. Das nächste in der Reihe ist der Thermocontrol. Und der Thermocontrol ist bei mir natürlich das Herzstück der entsprechenden ich sag mal, Temperaturregulierung, positiv wie negativ, also sprich, wenn es zu hoch ist oder zu kalt. Wenn es zu kalt ist, habe ich unten drin liegen einen 300 Watt Titanheizer. Der liegt da unten in der Aufnahme drin, die im Technikbecken vorhanden ist. Und sollte es zu warm werden, habe ich oben ein entsprechendes Kühlsystem der Firma TS Aquaristik. Die werden momentan nicht hergestellt. Eigentlich ist das ein eigenständiges Kühlsystem. Aber ich bin hingegangen, damit ich das vernünftig steuern kann. Habe die entsprechende Einschalttemperatur dieses Gerätes auf ein Minimum von 20 Grad, glaube ich, eingestellt. Sodass der Thermocontrol, sobald er sagt, es ist zu warm und die entsprechende Steckdose dort aktiviert, das Gerät oben dann auch angeht. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, zumindest im Moment, also dass die heißen Tage kommen ja noch, also oder ist gerade heute, bei diesem Teil sollte es ja, glaube ich, so um die 36 bis 40 Grad hier in Deutschland werden. Werden wir sehen, wie sich das Ganze dann schlägt, aber dadurch, dass ich ja halt nicht mehr so eine hohe Wärme, so einen hohen Wärmeeintrag durch T5-Lampen habe, sondern ganz generell einfach nur noch die LEDs und die auch noch nicht mal eine Abwärme wirklich abgeben, ist es tatsächlich so, dass mein Becken etwas mehr heizen muss und relativ zügig auch wieder auf Normaltemperatur von, ich glaube, 24,8 oder 25, was ich eingestellt habe, wieder runterkommt. Somit ist das auch ein Gerät, was mit in dieser Liste der Überwachungsgeräte drin ist vom SmartReef, was ich von seiner Machart her sehr gut finde. Und ja, der hält mir dann halt meine Temperatur dann dementsprechend auf dem Level, wo es hingehört.